Systeme arbeiten nun auf 25% Kapazität. Gut gemacht. Meine Verteidigung wurde gestärkt, aber unser Ziel liegt in weiter Ferne. Mann, ich weiß nicht, ob ich das hier noch lange aushalte. Du kannst und du wirst, Nick. Hinter jeder Ecke lauert Gefahr, aber ich werde da sein und dich führen. Hallo und mich? Ich kann jetzt alle Antennenpositionen auf deiner Karte aktualisieren. Stell sie als erstes wieder her, wenn du ein neues Gebiet betreten solltest. Geh jetzt, Nick. Befreie mich von diesen entsetzlichen Kreaturen. Ich glaube an dich. Ich kann dich hören! Du wirst die Welt retten. Oh, gute Idee. Okay, alles klar. Dann bin ich eben nur das Anhängsel. Die ultimative Tötungsmaschine. Ein Blinddarm. Total gute Idee, klar. Du hast die Lady gehört. Gehen wir, Mr. Einziger Held der Erde, der kein Stück meine Hilfe braucht. Scheiße. Die Welt liegt uns zu Füßen. Geh du einfach voraus und ich werde dir einfach nachlaufen wie ein schleimiger Dienstbote. Ich werde endlich erwachsen. Tut mir leid, Mann. Normalerweise habe ich kein Problem damit, von scharfen Frauen ignoriert zu werden, aber doch nicht wegen meinem besten Freund. Nähern uns Reparaturzentrum. So viel zu diesem Ort. Siehst du, Nick, wir müssen mich wirklich wieder zum Menschen machen. Wenn ich als Roboter sterbe, können wir mich nicht mehr zum Leben erwecken. Dasselbe gilt aber auch für Menschen, Hörn. Ja, jetzt vielleicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Nichts passiert. Die Energieknoten des Zentrums müssen repariert werden. Ein Bot wurde ausgesandt. Den Bot hinterher! Beschütze den Bot, Mann! Der Bot kann nicht gleichzeitig kämpfen und Reparaturen durchführen. Wir passen auf dich auf, Kumpel! Der Reparaturbot bewegt sich! Deshalb habe ich wohl nie irgendwas Wertvolles gesammelt oder Kinder gekriegt. Pass auf, Mann, da sind noch mehr! Ein Knoten ist übrig.
so unglaublich verantwortlich für diese kleinen Roboter, Mann. Ich meine, die sind ja quasi verwandt jetzt. Reparaturzentrum hergestellt. Gut gemacht, Mann! Der Ruhm gebührt dem Reparaturbot, aber das war echte Teamarbeit, das erkenne ich an. Okay, machen wir weiter. Diese Nachricht ist von Larry Parker. Also von dem hat Ellen geredet. Sie hat mir gesagt, dass es von mir einen anderen gegeben hat, aber ich wollte es nicht hören. Ich bin der eifersüchtige Typ. Also, jedenfalls war er ein Diener, der ihr geholfen hat, das hier alles aufzubauen. Keine Ahnung. Klang irgendwie voll nach Weichei für mich. Und was ist mit ihm passiert? Wer weiß das schon? Und wen kümmert's? Ich meine, was Ens Ex-Männchen hier gemacht hat. Mal ehrlich, das war doch nur ein Eierkopf, okay? Was glaubst du, was der tun würde? Nichts Cooles, da kannst du sicher sein. Aber wenn du so neugierig bist, Nick, findest du hier sicher noch mehr von diesen Notizen. Arachnidenkönigin voraus. Pass auf die Königin auf! Wenn wir das machen, dann richtig, mit der richtigen Mucke, Mann. The Garden for Ezra, Mann. Das war mein erster Roadie-Gig in den 90ern.
Das war die No Cardigans Required Tour. Was komisch war, weil damals hat echt jeder Strickjacken getragen. Die Band hat sich während dieser Tour aufgelöst und ich habe was Wichtiges gelernt. Bring deine Mutter niemals hinter die Bühne. Schön zugesetzt und sie wurden alle depressiv und so. Sie haben gesagt, dass sie sich benutzt und wie Objekte gefühlt haben. Einige Leute sind wohl einfach nicht für Rock'n'Roll gemacht. Zu schaffen.
Wir nähern uns dem Kälberforschungszentrum. Anne erforscht Kühe? Sie entsprechen vermutlich am ehesten dem idealen Erdling. Das sind wir, Anne. Menschen. Das ist schwer zu sagen. Meine Forschung ist noch unvollständig. Nein, ich meine, das musst du nicht erforschen. Ich sag's dir. Meinung zur Kenntnis genommen. Nein, nein, das ist keine Meinung. Mann, lass gut sein. Warum muss immer irgendwer meckern, wenn ich versuche, Leuten was zu erklären, Mann? Hier gibt's einen Teleporter, den ich nicht verwenden kann. Du bist auf dich allein gestellt, Amigo. Scheiße, Mann! Was ist das denn bitte? Ist das ein verdammter Yeti? Da drin ist ein Yeti? Verdammt, Mann, warum hast nur du den ganzen Spaß? Mein ganzes Leben lang wollte ich einen Yeti treffen. Tu mir mal einen Gefallen. Frag ihn mal, ob er gern feiert. Ich hab da so ein Gefühl. Aber frag ihn, ich brauch die Bestätigung. Hier drin sind ja wirklich Kühe. Oh, Mann, streichel sie für mich. Das Testgelände Planet Erde. Oh, mein Gott! Ich bin hier in einer Art Simulation. Sieht wie ein Filmset von zu Hause aus oder sowas. Hier werden meine Roboter getestet, sodass sie die menschliche Rasse optimal beschützen können. Wie lange hat Anne uns denn schon studiert? Über Jahrhunderte. Das Verständnis. Eine Falle. Vernichte die Königin. Terminalraum verriegelt. Arachnoide Bedrohung erkannt. Arachniden. Ah!
Verriegelung zum Terminalraum entsperrt. Ihr könnt eintreten. Forschungszentrum hergestellt. Gut gemacht, Bro! Ich kann da ja nicht reinsehen, aber es klingt so, als hättest du ganze Arbeit geleistet. Ihr kommt in Frieden und geht als Frikassee. Der Bulldozer. Mit dem Lasersachen wegtasern? Hier hast du deinen verdammten Lasertaser. Granate erhalten. Hast du da gerade Hühnchengranate? Granate gesagt? Ja, Mann. Wann wolltest du nicht schon mal ein Hühnchen und eine Granate kombinieren und dir die Folgen von so etwas magischem ansehen? Die Antwort ist nie, Nick. Noch nie. Lass uns gehen, Mann. Ich find's hier echt unheimlich. Bist du dir sicher, Mann? Das kann nicht sein. Yetis sind friedliche Geschöpfe. Ich will ja wirklich nicht als Klugscheißer rüberkommen, aber ich habe Bigfoot und die Hendersons viermal im Kino gesehen. Und alle Episoden, Mann. Ich weiß echt, wovon ich rede, wenn es um Yetis geht. Alter, mach mal einen Punkt jetzt. Siehst du das? Das sind Kühe! Kalbsteleportationsfehler 604. Zielkoordinaten unvollständig. Ach du meine Güte! Wenn die Peter das sehen würde, die wären dir ebenbürtig an! Das glaube ich kaum. Die Tanzschritte sind krass. Thank you.
Thank you.